Moin Supermarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Raps Play und wir zocken weiter eine Runde WoW und wir leveln und leveln und leveln. Ich spring von Level zu Level zu Level, ich spring von Level zu Level zu Level, ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Obwohl es ja hier, glaube ich, gar keine Endboss. Ich weiß gar nicht, wer der Endboss jetzt mittlerweile ist hier bei Warlords of Draenor. Gibt's da einen Endboss? Ich nix weiß, ich nix weiß. So, was ist denn, wenn ich hier die 2 drücke? Ist das gut? Achso, die 2, achso, ja, nee. Die 2 drücke ich nicht, das ist ja hier mein finsterer Stoß quasi, der jetzt ersetzt wurde. Deswegen, da rücke ich doch lieber mit Hinterhalt vor. Und da klappt schon ganz gut so hier. Und tot. Ein Tigerauge, yay. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So, ich habe gemeuchelt. Mein Hinterhaltschurke ist ja in Dings ja nicht so gut. In so einem Raid oder sowas, ne? Ist das ja schon scheiße, was ich hier spiele. Aber egal. Dafür macht's hier mehr Bock. Was ist das? Gestohlener Vorratssack. Den muss ich also auch holen. Sackvorräte. 5 Stück. Okay. 5 Vorratssäcke. Aha. So. Dann schnapp ich mir mal die Harpie hier. Tot. Oh, haben die denn keine dabei? Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der hat eine coole Stimme, der Kerl. Brennenstoff. Brauchen wir nicht. Können wir mal Auktionshaus verscherbeln nachher. Leinenstoff. Komm, den lege ich mir mal ganz nach oben. Ja, geh mal fort hier. Den Leinenstoff. Cool, man kann jetzt höhere Stacks als 20 machen. Das gefällt mir aber auch. I like. Tot. So, da haben wir noch einen Vorratssack, da hinten steht noch einer, auf der anderen Seite steht noch einer, dann würde mir noch einer fehlen. Holen wir erstmal den da oben. Wo ist er denn? Da hinten in der Ecke, alles klar. So, Voldemite, was ist das denn hier? Ach cool, wenn ich aus dem Hinterhalt aufploppe, ist mein verursachter Schaden um 10% erhöht. Ist das was? Hier muss doch noch irgendwo so ein Sack sein. Da ist ein Ei. Eieiei, aber wo ist hier noch so ein Vorratssack? Warum habe ich keinen Sprinten? Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm wegen euch. Meine Güte. Komm her, kleine Harpie, komm her. So, die hat ja nichts dabei, was ich brauchen könnte. Da ist ein Sack! Direkt bei der Kupferader. So, die habe ich. Jetzt gehe ich dahin. Na, gehen wir erstmal hier hin. Weil das liegt mehr auf dem Weg. Bäm. Ich hätte trotzdem gerne einen Mount oder sowas. Das ist ein bisschen blöd. Level 20 braucht man, glaube ich, mittlerweile, ne? Also hier das steht, benötigt Stufe 20. Lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Dieses Reittier passt sich eurer Reiterfähigkeit und eurem Aufenthalt. Alter, was ist das denn? Wieso habe ich denn das gekriegt? Was ist das denn hier? Ausrüstung für brauchbare gegnerische Handwerkswaren. Ach cool, das kann man jetzt sogar ordnen. Aha, okay. Gut. Vier Quests haben wir schon gemacht. Und ein paar fehlen mir noch. So. Hey. So, Wind in der Wüste. Das waren die Vorratssäcke. Was haben wir denn hier? Waffenhand. Ich brauche aber ein Schwert in meiner Hand.
Schönen Tag auch. Scheiße, also ein Dolch meine ich. Einen Dolch brauche ich in meiner Waffenhand, damit meine Attacken bessere Damages machen. Schaden ist nämlich um 40% erhöht, wenn ein Dolch ausgerüstet ist. So, ich möchte jetzt gerne hier hin. Was muss ich holen? Hört euch die Fabel der Schamanen an, okay? Mache ich. Hör ich mir doch gern an. Bäm! Ich muss näher. Stirbst du? Böser Skorpion! Wann kriege ich denn Sprinten auf welchem Level? Kopfnuss, Häckseln, Gesundung. Ja, die hier kriege ich jetzt nicht, oder was? Kriege ich nur die hier. Sprinten 26, ja, Halleluja. Druiden. So. Hört euch die Fabel des Schamanen an. Wo ist denn der Schamane? Schamane. Warum ist denn der Skorpion da gestorben? Achso, da ist so ein Tier. Ein Druidentier. Ich spring von Level zu Level. Und jetzt? Bevor ich möchte euch bitten, euch die. Hier soll der sein? Vielleicht in irgendeiner Höhle hier unten drunter oder so? Weil hier ist so ein offenes Feld. Bin ich doof? Ich muss das nochmal durchlesen. Mein Kollege hat Pläne mit euch, denen ich nicht zustimmen kann. Es ist hastig, unkontrolliert, unverantwortlich und außerdem bezahlt ihr am Ende vielleicht auch noch mit eurem Leben. Bevor ihr mit Gor sprecht, möchte ich euch bitten, euch die Geschichte anzuhören, die ich zu erzählen habe. Es geht bei der Geschichte um ihre Moral. Es ist eine Fabel. Ich glaube aber, dass die Moral dieser Geschichte für euch sehr wertvoll sein könnte. Sprecht mit mir, wenn ihr sie hören möchtet. Und hier soll ich mit dem sprechen? Genau hier? Hier ist niemand, mit dem ich sprechen kann. Ach du, du Blöder! Sterbi! Kann es sein? Ich brech mal die Quest ab. Dann gehe ich mal die da abbrechen, die da hier einsammeln und so. Also abgeben. Und wenn ich die Quest bekomme, dann muss ich eigentlich mit dem Typ sprechen, der mir die gegeben hat, oder nicht? Aber der ist doch nicht da hinten. Vielleicht war der mal da hinten und die haben den woanders hingesetzt und jetzt zeigt das trotzdem noch die Quest an, weil die das vergessen haben, umzumodeln oder so. Weißt du, was ich meine? Könnte ja sein. Aber ich habe keine Ahnung. So, jetzt quetsche ich mich mal hier durch die Felsen. Aha, so. 1, 2, 3 habe ich noch fertig. Da muss ich Schlachtnarbe in Fernwacht im nördlichen Brachland. Und hier muss ich hinterm Tor von Ogrimma in Aschara. Habe ich schon mal in Aschara gequestet? Winterquell, Aschara. 10 bis 20. 10 bis 20. Boah, dann gehe ich aber, dann gebe ich aber mal nach Aschara. Ich glaube, da habe ich noch nie gequestet in meinem Leben. Wenn das ein neues Gebiet ist, dann will ich da unbedingt mal hin. So ein bisschen Lederhandschuhe mit ein Intelligenz. So, was ist mit dem hier? So. Und jetzt? Okay, jetzt muss ich mir als Wolf die Fabel anhören, oder wie? Alles klar, dann mache ich das doch mal. Boah, bin ich flott. Hauptsache, ich bin da jetzt mal hingelaufen. Um dann wieder zurückzulaufen, um dann wieder dahin zu laufen. Aber wenigstens bin ich jetzt ein cooler brauner Wolf. Tudu, tudu.
noch nicht tun. Und jetzt? Hier sind zwei Kodos, die kämpfen. Und jetzt muss ich den aufessen, oder was? Den Verlierer esse ich auf? Aha. Doch der andere Kodo war über den ungestümen Wolf so aufgebracht, dass er ihn schnell tötete, bevor er fressen konnte. Nein, jetzt bin ich ja wieder hier. 50 Quests abgeschlossen. Was möchte der hier? Wasserwächter. Ich guck mal, wo die Quests sind. Hier haben wir Wasserwächter. Und sprech mit irgendwem. Komm, die machen wir noch zu Ende und dann gehen wir nach Ashara, oder? Da würde ich ja echt gern mal hin. Gibt's da eine Instanz? Ich glaube nicht. Alter, was ein krasser Kerl, ey. Was ein Tauri, Junge. Was ein Vieh. Der ist ja das Fünffache von mir. Aber gut, ich bin ja auch ein flinker, listiger Schurke. Mit einer ganz unauffälligen Frisur, mit der mich niemand im Busch erkennen kann. In einem blauen Busch, der auch so eine Frisur trägt. Briegel der Busch. Kennt ihr Briegel der Busch von Bernd das Brot? So, was soll ich hier tun? Elementare kaputt machen oder so. Verfeindete Elementare erschlagen. Gut. Der wollte mich anspritzen, der Sack. Ich hab's genau gesehen, dass er spritzen wollte. Drogenopfer. Komm, geh mal da hoch. 12 Stück, also 6 Gruppierungen muss ich killen. Aber Wasser ist doch effektiv gegen Stein. Wenn man Pokémon da glauben mag. Geil, kleiner schwarzer Beutel. 8, 6. Ah, 6, 6, 6. Wo ist denn der Beutel? Auch 6, okay. Brauchen wir nicht mehr. Kann ich im AH verkaufen. Den schönen Beutel. Vielleicht kauft ihn ja jemand. Aber ich glaube eher nicht, oder? Derby! Was macht das hier eigentlich nochmal? Lässt das Ziel außerdem bluten? Okay, wo ist... Okay, gut. Habe ich ja gerade einen Quest-Gegenstand bekommen? Nee. Ah, Gegenstandsstufe 11 steht ja. Okay. Bam! You are bleeding. So, eine Gruppe noch. Und dann macht's. Bam! Ich werde noch zocken, bis der Tim nachher kommt. Weil wir zocken eine Runde Smash Brothers gleich noch. Vielleicht nehmen wir auch eine Runde auf. Wäre vielleicht ganz cool. Neue Stage. Wobei ich auch mal Cloud aufnehmen könnte. Ich glaube, ich bin soweit. Ich bin schon ziemlich gut mit Cloud. Aber das soll euch ja gar nicht interessieren jetzt. Zockt ihr Smash Brothers? Habt ihr das? Oder guckt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich gerne mal interessieren, ob Leute, die jetzt hier WoW zugucken, auch andere Spiele von mir zugucken, ne? Aber ich mache sowieso bald so ein Feedback-Video, wo ihr mir da Auskunft geben könnt, damit ich mich auf jeden Fall verbessern kann. Denn man lernt ja nie aus und ja, jeder hat mal klein angefangen und man muss sich da so weit verbessern, wie es einem nur möglich ist. Manche Leute haben da mehr Möglichkeiten, manche weniger. Ich brauche halt zum Glück nicht so aufs Geld zu achten, deswegen kann ich mir auch gutes Equip kaufen. Das Mikrofon hier zum Beispiel mit einem Ständer und einem iMac und dem nächsten guter PC dazu und sowas. Und eine PlayStation und eine Wii U und Monitorboxen und Studio-Mikrofon und Studio-Headset und ihr wisst schon, was ich meine. Zieht in Ehre. Das ist ja bei anderen Let's Playern nicht so selbstverständlich. Okay, das sieht cooler aus. Ne, dass die sich halt sowas kaufen können. Weil viele fangen halt so im jungen Alter an, wo die halt noch in der Ausbildung sind oder... ja. Also ich, warte mal, was ist das hier für eine Quest? Die breche ich ab. Und die will ich auch abbrechen. Denn wir gehen nach Ashara, hier nach der Quest. Ja, wie gesagt, es gibt halt viele, die sind noch in der Ausbildung. Dann fangen die das Let's Playen an und denken, wollen halt sein wie ihre Vorbilder. Kann man ja verstehen. Ist ja nichts Schlimmes.
ist ja auch nur ein Hobby oder sowas. Viele betteln dann um Abos, machen Sub for Sub oder... Ja, das ist so der falsche Hintergrundgedanke, ne? Die versauen sich damit dann ihr ganzes Vorhaben schon von vornherein. Und dann ist das ja schon zum Scheitern verurteilt. Dann kommen die mit Sub for Sub und dann haben die irgendwann 1000 Abonnenten, haben 1000 Leute abonniert. Aber niemand guckt, weil die einfach scheiße sind. Und anstatt ihre Zeit in Sub for Sub oder sowas zu investieren oder in Werbung oder so, hätten sie lieber ihre Zeit erstmal in gutes Equip und Know-how investiert. Und ja, ich weiß nicht, ich habe ungefähr so 2 Monate mich darauf vorbereitet. Ich hatte ja schon Studio-Equip hier, weil wegen meinem Rap halt, weil ich ja früher viel gerappt habe. Mittlerweile fast gar nicht mehr, aber gut, dafür habe ich jetzt viel zu tun mit dem Let's Playen hier. Und ich habe ungefähr 2 Monate mich vorbereitet, habe mir Guides durchgelesen, habe mir dann eine Capture Card bestellt, habe die getestet, habe die guten Einstellungen getestet, wie man die PlayStation 3 aufnimmt, wie man die PlayStation 4 aufnimmt. Dann habe ich festgestellt, dass die Karte nicht so cool ist, habe mir noch eine andere bestellt, habe die dann nochmal getestet, die war dann geil, dann habe ich verschiedene Wege getestet, wie ich meine Aufnahmen weiter bearbeiten will. Also meine Stimme zum Beispiel, was ich mit der mache, ob ich die jetzt noch abmischen möchte oder ob ich sie so lasse und welche Einstellungen ich da mache. Das habe ich dann alles rumprobiert, bis es dann irgendwann gefluppt hat und dann habe ich erst angefangen. Für die Horde. Und deswegen ist auch, ihr könnt euch mal mein allererstes Video angucken, von Mario Kart war das. Und ihr werdet sehen, da ist nicht viel Unterschied zwischen dem von heute oder dem von Mario Kart. Außer, dass die Facecam war damals noch ein bisschen anders. Sie hat so einen verschwommenen Rand gehabt. Das fand ich eigentlich damals ganz cool. Ist aber ein bisschen störend. Deswegen habe ich heute nur den Kreis. Ich könnte zwar auch so ein Greenscreen hinter mir aufstellen und quasi den Hintergrund dann wegmachen, dass ich so unten in der Ecke wäre, aber das finde ich jetzt auch nicht so cool eigentlich. Ich finde diesen kleinen Guckkreis ganz cool, wo man reinglotzen kann. Und da seht ihr meine Fresse, habe ich jetzt hier bei WoW nicht. Ihr braucht ja jetzt hier nicht, mich zu sehen, wie ich aussehe. Bei dem Spiel. Was ist das denn für einer? Ist das nicht so ein Bluthuf? Oder wie heißen die? Hallo, warum greift ihr mich an? Der ist ziemlich stark, habe ich gehört. Alter, was ist denn los mit dem? Ich habe nicht genug Energie. Meine Güte. Jetzt habe ich schon... Achso, ich muss die alle besiegen hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was habt ihr zu erzählen? Ja, der gibt mir gar keine Antwort, der haut direkt drauf. So ein Assi. Hallo. Achso, der ist festgekettet. Sind die alle festgekettet? Ja, sind die. Achso, Kack-Ali-Walk. So. Ist natürlich blöd jetzt als Schurke, ne? Ich kann ja jetzt nicht anpirschen. Eine Nagerfrau. Hallo. So. Fehlt noch jemand? Nein, gut. Zuck, zuck. Sprecht für die Horde. Leb wohl. So. 3 Quests. Wenn das mal nicht geil war. So. Jetzt muss ich da oben rein. Bald habe ich wieder ein Level up, dann bin ich schon Level 12. Dann bin ich ja schon zu gut für Ashara. Aber hier die Quest mache ich auf jeden Fall noch fertig gerade. Wo muss ich? Ich glaube, ich muss da in so eine Höhle oder sowas rein, ne? Oder was war da? Ich meine, da war irgendwo noch so eine Höhle. Die brennende Hand oder was? Am meisten hasse ich ja die Quests, bei denen man so 1000 Skorpione killen muss und dann da von denen was killen und von dem was killen, von dem was killen. Und dann die Teile sammeln, wo man durch das ganze Gebiet laufen muss. Die sind echt schrecklich, die Quests. Kunden sind die Quests, wo man einfach von irgendwem welche umhauen muss. Von einer Sorte, da stehen dann 300 Mobs auf einem Fleck. Und dann rennt man einfach da rein, klatscht die alle um und geil ist es. Die Musik, ey. Bin mal gespannt, was mich in Ashara erwartet. Weil das habe ich echt noch nie gemacht da. Wo ist denn die Höhle? Da drin?
Varrett ist jetzt online in Hearthstone. Aha. Weiß nicht, ob ihr Varrett kennt. Ist ja ein Österreicher. Und zwar ist, ich weiß nicht, ob ihr Spike kennt, vom VBT zum Beispiel. Und Varrett ist sein Crew-Kollege. Ah, okay, die muss ich killen. Wir haben ja mal zusammen gerappt früher. Gibt auch VBT-Runden von dem. So, Sengenhalsband. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Klingt ein bisschen schwul, wie der spricht. Aber egal, ich finde Trolle cool. Es wird getrollt. Was eine Fluppe. Die halten ja gar nichts aus. Barrett ist offline. Will eine coolere Meuchelattacke haben, die noch mehr Damage macht. Einfach noch mehr Damage. Oh, jetzt bin ich wieder hier so ein Dino. Ein Dämon, meine ich. So ein Dino. Ich bin ein T-Rex. Kill die doch nicht alle. Bin in einem Kampf? Oh, da ist doch einer. Blute! So, jetzt habe ich aber genug von den Halsbändern. Wo geht es jetzt hier raus? Hinten durch? Wäre natürlich geil, wenn es jetzt hier direkt rausgehen würde. Ja! Geilo! Wäre natürlich noch geiler, wenn ich jetzt schneller laufen könnte. Ich glaube, ich muss aber gleich nochmal hier rein, oder? Muss mal gerade schauen. Das ist aber auf jeden Fall meine letzte Quest gewesen hier. Wie kommt man denn? Muss ich durch Orgrimmar nach Ashara gehen? Hier oben lang wahrscheinlich, ne? Und dann komme ich... Ah, okay. Durch Orgrimmar nach Ashara. Ich bin der Gespannte wie eine Flitzebogen! Bippe. So, der Tim hat geschrieben. Mal gucken, was er schreibt. Das ist ein richtiger Depp. Da war eben beim Arzt. Und dann schreibt er gerade eben, brauch erstmal eine schöne, starke Pfeife, die ordentlich auf die Lunge ballert. Danach geht's einem besser. Das ist ein richtiger Depp, ey. Also ist schon krank und ist beim Arzt und kommt dann, ja, was soll man dazu sagen, ne? So, ein bisschen Lack und Leder gibt uns eine Beweglichkeit weniger. Nee, das will ich nicht. Ich will Beweglichkeit haben. Vorwärts zum Sieg. Vorwärts zum Sieg. So. Was muss ich jetzt tun? Bereit zur Aufgabe. Abgabe, meine ich. Okay, dann gebe ich das da oben ab und dann gehen wir straight nach Ashara durch. Bud Spencer is on the way. Eigentlich hätte ich ja einen Krieger machen müssen, der Bud Spencer heißt. Es passt jetzt nicht so. So ein Ork oder ein Zwerg, weißt du? So ein Zwergkrieger, der Bud Spencer heißt. Oder ein Zwergmönch. Kann man ein Mönch Zwerg sein? Weil die schlagen ja mit den Fäusten. Das sieht dann noch ein bisschen cooler aus, wenn man dann Bud Spencer heißt. Bud Spencer. Aber schade, dass das B nicht groß ist, weil das... Man sieht das einfach aus, als hätte ich Bud Spencer... Also den Namen falsch geschrieben einfach nur, aber es ist ja mit Absicht falsch geschrieben. Aber egal. Macht nichts. Erstmal nach Orgrimmar rein. Kann man hier auch rein? Ah ne, das ist der Zeppelin-Turm. War kein Zeppelin da. So, ich laufe noch da hinten hin. Gib die Quest ab und in der nächsten Folge gehen wir dann nach Ashara. Warum ist er so schnell? Untoter Jäger. Hui. Ich muss hier den ganzen Scheißweg andauernd zu Fuß laufen. Weiß gar nicht, ob ich schon einen Schurken hier auf dem Server hab. Wäre ein bisschen blöd, wenn ich jetzt noch einen gemacht hätte. Aber egal. Muss ich gleich mal gucken. Soll ich mal gucken? Komm, wir gucken mal. Geh mal auf Ausloggen. Doch, ein 60er Troll-Schurke.
Das ist natürlich bitter. Egal. Jetzt habe ich zwei Trollschurken. Oh Mann. Na gut, da habe ich halt jetzt einen doppelten Schurken gemacht. Vielleicht hätte ich den einfach auf einem anderen Server machen sollen. Dann hätte ich so einen auf jeden Fall gehabt. Anstatt, dass man 80 Euro bezahlen muss, damit ein Blizzard-Mitarbeiter meinen Namen von einem Ordner in den anderen Ordner reinschiebt oder so. Oder hinten mit so auf so Pfeiltaste klickt und dann den Server auswählt, auf dem der sein soll. Aber bei Blizzard ist das alles Handarbeit. Da kostet schon mal 20 Euro bei 300 Euro Stundenlohn. Gut, was sollen wir machen? Wer ihr seid denn? Wächter der Dunkelspeere. Ja, Orgrimmar gehört jetzt hier den Trollen, oder wie ist das jetzt? Weiß das jemand? Schreibt mir mal in die Kommentare, bitte. Würde mich mal interessieren, weil Vol'jin, der stand ja jetzt da hinten in dem Puff da drin. Oh, der braucht so lange, der Aufzug. Come down to me. Yay! Wer ist das denn? Dolorion! Level 46, aber geiles Ross. Gastdozent. Aha. Gastdozent. Wie wird man denn Gastdozent? Müssen wir jetzt WoW studieren oder was? Hier bin ich ja falsch. Hier unten drunter ist das. Gibt es da einen Eingang für unten rein? Oh shit. Hier ist ein Eingang. Ha, ich bin richtig. Tal der Stärke, Territorium der Horde, Kluft der Schatten. Hier war doch früher immer der Schurkenlehrer. Oder nicht? Vielleicht kriege ich jetzt eine Schurkenquestreihe. Weiß nicht, ob ich die machen muss. Oh Mann, wie kommt man denn hier runter? Luft der Schatten, Stabhändler, Zauberstabhändlerin. Und jetzt hier rein, oder wie? Zuck, zuck. Zuck, zuck. Ah, dem muss ich die Dinger geben, okay. Nee, mit dem will ich nicht reden. Was ist denn hier? So eine Instanz, ne? Versammlungsstein. Da komme ich ja noch gar nicht rein, oder? Ich bin außer Reichweite. Komm ich hier rein? Der Flammenschlund. Gut, da bin ich aber noch zu schwach für. Ich warte, bis ich da im Dungeon Browser bin. Und dann werde ich da einfach reingehen, wenn es mir möglich ist, wenn die Instanz gelb ist. Aber ich glaube, Stufe 15 brauche ich dafür. Okay. Kriegen wir schon hin. So. Dann mache ich jetzt mal hier wieder einen schönen Screenshot. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Pamarillos. Und sage, stay Pam. Ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.